Das ist Anna. Sie studiert an der Universität Kassel und möchte gern ins Ausland. Dafür hat sie sich überlegt, ein Auslandspraktikum zu machen, weil sie so ihr berufliches Profil schärfen, eine Fremdsprache üben und ein anderes Land und neue Leute kennenlernen kann. Aber wie funktioniert das mit dem Auslandspraktikum? Um alles rechtzeitig und bequem erledigen zu können, beginnt sie mit ihren Vorbereitungen schon ein Dreivierteljahr vor dem geplanten Praktikumsstart. Als erstes geht Anna zur Ansprechperson ihres Fachbereichs, Praxiskoordination, BPS-Referat, Prüfungsamt oder ins SBS-Referat für Lehramt. Hier erfährt sie alle nötigen Voraussetzungen und Schritte, um sich das Praktikum als Studienleistung anrechnen zu lassen. Natürlich kann Anna auch ein freiwilliges Praktikum machen, das nicht angerechnet wird. Dann kann ein Besuch bei der Ansprechperson trotzdem hilfreich sein, um Ideen für mögliche Arbeitsfelder und Praktikumsgeber zu bekommen. Nachdem die Anerkennung geklärt ist, braucht Anna jetzt ein Praktikum. Um eine Suchstrategie zu entwerfen, kann sie sich an den Career Service der Uni wenden. Hier steht ihr auch ein Bewerbungsmappencheck zur Verfügung. Außerdem fragt sie im Fachbereich nach Ausschreibungen, liest in den Erfahrungsberichten auf der Website des International Office nach, wie andere Studierende ihr Auslandspraktikum gefunden haben und nutzt die Praktikumsbörsen, die sie ebenfalls dort findet. Mit ihrem Praktikumsplatz kann sich Anna jetzt für ein Stipendium bewerben. Informationen dazu findet sie auf der Website des International Office oder bei einer persönlichen Beratung. Je nach Land und Dauer des Praktikums lassen sich Praktika, zum Beispiel über Erasmus Plus, Promos, Shosta, Auslands-BAföG oder andere Programme finanziell fördern. Bei vielen Programmen werden auch freiwillige Praktika gefördert und bei Erasmus Plus sogar Praktika nach dem Abschluss. Aber Achtung, bei manchen Programmen kann man sich nur ein- oder zweimal im Jahr bewerben. Besser rechtzeitig informieren. Für den Aufenthalt selbst hat Anna natürlich auch einiges zu bedenken. Muss sie ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis beantragen? Infos dazu gibt es bei den Botschaften des jeweiligen Landes. Wie findet sie eine Unterkunft vor Ort? Auch hier kann sie in den Erfahrungsberichten nachschauen, wie vorherige Studierende bei der Suche vorgegangen sind. Kann sie ihr Zimmer in Kassel während des Praktikums zwischenvermieten? Hat sie einen Versicherungsschutz fürs Ausland? Braucht sie besondere Impfungen? Lassen sich Reisekosten durch frühzeitiges Buchen gering halten? Und kann sie eigentlich jetzt schon etwas tun, um ihre Sprachkenntnisse aufzupäppeln? Für Letzteres kann sie zum Beispiel einen Sprachkurs am Sprachenzentrum belegen oder sich über die Tandem-Initiative einen Sprachpartner suchen. Anna hat nun erstmal die wichtigsten Fragen für ihr Auslandspraktikum geklärt. Jetzt bist du dran. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gern bei uns im International Office.